Ihr lieben, wundervollen Kinder des Lichts, ich bin Erzengel Michael. Und ja, es ist eine bewegende Zeit, in welcher es sich zeigt, wie wichtig es ist, euch immer wieder einen Moment Zeit zu schenken, um zu euch zurückzukehren, um bei euch anzukommen, um im wahrsten Sinne des Wortes euch wieder entspannen zu können. Denn wenn man es genau betrachtet, seid ihr unter einer ständigen Form der Anspannung. Es arbeitet ständig um euch herum, in euch. Alles ist immer in Bewegung. So vieles ist durcheinander, ein Hin und Her. Es entsteht die Frage, worauf kann ich mich denn überhaupt noch verlassen? Worauf kann ich mich denn überhaupt noch einlassen? Was lohnt sich? Was trägt überhaupt noch Früchte? Es ist eine Zeit, in welcher dieser Eindruck entsteht, dass so vieles beginnt, steht zu stehen, sich nicht weiter zu entwickeln, obwohl es wichtig ist. Und gleichermaßen so manches, wo es wichtig wäre, dass es so stehen bleibt, wie es gerade ist, das entwickelt sich weiter. Aber nicht so, dass ihr sagen könnt, es ist gut, ich fördere es, ich bin dabei. Sondern eher mit diesem Aspekt, dass ihr am liebsten sagen wolltet, stopp, halt. Es soll doch erstmal mal so bleiben, wie es ist. Es muss nicht alles höher, besser, schneller sein. Denn die letzten Jahre waren anstrengend. Ein stetiger Aspekt von zu versuchen, mitzukommen. Zu versuchen, alles irgendwie zu verstehen, alles irgendwie zu verarbeiten. Aber dieser Prozess des Verstehens, des Erfahrens, des Verarbeitens, des Heilens ist nicht von heute auf morgen. Eben, es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Es braucht einen Schritt nach dem anderen. Und deshalb bin ich heute an eurer Seite, um zu entschleunigen, um euch darin zu unterstützen, jetzt durchzuatmen. Und wenn ihr das spürt, wenn ihr das möchtet, dann berührt euch ganz sanft beim Herz, beim Herzchakra. Denn das Herz braucht Liebe. Und aus euren Händen fließt Liebe. Und gleichzeitig ist da Erzengel Samuel, der Engel der Liebe. Und auch er lässt seine Liebe fließen. Es ist eine liebevolle, sanfte, wirkende Kraft. Sie ist bedingungslos. Eben liebevoll. Wenn ihr das spürt, könnt ihr das von Herzen gerne annehmen und aufnehmen. Wenn ihr aber gerade das Gefühl habt, es ist zu viel, dann könnt ihr auch sagen, jetzt gerade nicht.
ich möchte noch ein bisschen warten. Und so kommt diese Herzensenergie, die energievolle Liebe dann, wenn ihr Ja sagt. So komme ich zu diesem wichtigen Aspekt mit dem freien Willen. Denn ihr merkt gerade in der jetzigen Zeit, scheint der freie Wille, die freien Gedanken, die freie Meinungsbildung nicht mehr wichtig zu sein. Es scheint so, es wird so suggeriert, aber ihr spürt es. Eure eigene Meinung, euer eigenes Denken, euer eigenes Fühlen, eure eigene Sichtweise, eben eure eigenen Entscheidungen, das ist sozusagen einfach da. Es gehört zu euch, wie das Atmen. Es ist ein Teil des Seins und es lässt sich nicht trennen. Es lässt sich auch nicht auflösen. Es ist. Der freie Wille ist. Und deshalb ganz wichtig, bleibt noch mehr bei euch. Und ihr habt es schon erkannt, manchmal ist es wichtig, so manches erst einmal sozusagen für euch zu überdenken, zu betrachten, bevor ihr mit anderen darüber sprecht. Denn manchmal ist eben auch der Aspekt zu fühlen, wie ist es denn für euch, wie stellt sich euch etwas dar, wie empfindet ihr etwas, was löst es in euch aus, welche Gedanken, welche Gefühle, Emotionen, Erinnerungen. Manchmal ist es wichtig, es erst einmal bei euch zu lassen, bis ihr euch in dem Aspekt befindet, dass ihr das Gefühl habt, so ist es für mich gut. Und ich möchte es genau so mit jenen teilen, welche mir zuhören. Und ich höre ihnen auch zu, welche mich nicht beurteilen, nicht verurteilen, sondern als wichtigen Menschen anschauen, eben mit einer ganz eigenen Meinung, mit einer eigenen Betrachtungsweise, mit eigenen Gedanken, Visionen, Lösungen. Und genau das ist es. Teilt es mit jenen, wo ihr wisst, es ist ein gegenseitiges einander fragen. Wie siehst du etwas? Kannst du etwas dazu sagen? Vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Vielleicht der eine oder andere gewisse Ansätze und Gedanken, die sich auf einmal ergänzen, verstärken, bestärken. Denn manchmal hilft es ja auch schon, einander zu bestärken oder diesen Aspekt zu zeigen. Das, was du gerade sagst, das bestärkt mich in dem, was ich auch fühle. Es ist wie eine Bestätigung. Denn wir wissen, ihr Menschen braucht auch eine Form von Bestätigung, dass ihr eben auch wisst, manche sehen es ähnlich. Und genau das ist es, einander bestärken, stärken, unterstützen. Einander an der Hand halten, wenn es gerade wichtig ist, aber auch wieder lösen, wenn das wichtig ist. Immer so, wie es gefühlt wird. Und auch das ist liebevoll. Und ohne das Gefühl zu haben, jetzt ist dann der andere vielleicht sauer oder traurig, sondern mit diesem Aspekt, wir verstehen die Beweggründe, wir verstehen einander,
Wir kommunizieren. Nicht nur mit den Worten im Außen, sondern auch mit dem Herzen, mit der Seele. Und genau das ist es. Die Kommunikation mit dem Herzen und mit der Seele ist der wichtige Weg des Jetzt. Herz und Seele, Liebe, aber auch Geduld. Denn es geht nicht alles von heute auf morgen. Es ist wirklich so. Ihr seht es in der Natur. Eine Pflanze, eine Frucht, ein Baum. Auch die Tiere brauchen ebenfalls Zeit, bis etwas im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht, bis etwas sichtbar ist, bis etwas fruchtbar ist. Es ist eine Zeit, wo ihr euch so sehr danach sehnt, dass da wieder Qualität ist und nicht Quantität, dass da wieder Zuverlässigkeit ist und nicht, ja, ich stelle es mal in den Raum, vielleicht komme ich morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht gar nicht. Zuverlässigkeit, dass das Wort, was man gibt, zählt, denn das wünscht ihr euch schon so lange. Dass sich die Menschen nicht mehr so schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder drehen und wenden. Natürlich, es gehört dazu auch, seine Meinung zu ändern durch neue Erkenntnisse, durch neue Gedanken, durch Gefühle, durch Erlebnisse. Aber das ist dann durchdacht und nicht im Aspekt, heute so, morgen so, wie es mir gerade passt, wie es gerade am besten ist. Aus egoistischen Gründen, sondern aus Herzensgründen. Aus dem Aspekt. Ich habe viel erlebt, viel erkannt. Und das ist der Aspekt des Wachsens, des sich weiterentwickelns. Und genau das ist es. Vieles hat zwei Seiten. Eben, es kann herzlich sein, liebevoll, stärkend. Es kann aber auch völlig aus dem Kopf kommen, aus dem Ego. Ihr spürt immer mehr den Unterschied. Nicht nur im Herzen, auch im ganzen Körper. Ihr spürt, wenn etwas liebevoll gesagt wird. Und ihr spürt, wenn etwas sozusagen aus dem Ego hinausgetragen wird. Es sind immer mehr diese Feinheiten. Es geht immer mehr um das Fühlen, um das Spüren, um das Wahrnehmen. Und eben um die Entscheidung für euch, wo gehe ich mit? Was fühlt sich für mich gut an und wo sage ich nein? Ich habe auch noch zu wenig Informationen. Ich brauche noch Zeit, mich damit zu befassen, um schlussendlich für mich zu entscheiden, gehe ich hier weiter? Ist das stimmig für mich? Oder eben eher ein anderer Weg? Denkt immer daran, lieber langsam, euch Zeit lassen, als ganz, ganz schnell, sozusagen eher kopflos. Denn der Weg des Herzens, der Weg der Liebe, braucht immer ein wenig Zeit. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und so ist jetzt, Erzengel, schau mal, der Engel der Liebe da. Und er möchte, ja, natürlich, ganz, ganz viel Liebe überall hinsenden. Auch überall, wo ihr seid. Und vielleicht denkt ihr gerade an Menschen, welche euch am Herzen liegen, wo ihr euch wünschtet, sie würden jetzt gerade Liebe spüren und so auch sich selbst. Und auch Menschen, welche ihr nicht kennt. Lasst uns ihnen Liebe senden. Auch jene, welche sich auf ein Podest gestellt haben. Und das Gefühl haben, erhaben zu sein.
dass du uns auch zu jenen Liebe schicken. Denn Liebe, ihr habt es schon so lange erkannt, ist heilsam, bestärkend. Und es hilft zu entspannen, auch den Kopf, damit er nicht mehr so viel denkt und ihr mehr Raum für die Dinge habt, die ihr liebt, die euch gut tun. Ja, seid wählerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, womit ihr euch befasst. Seid wählerisch im Sinne von, sucht euch das aus, wo ihr spürt, das ist gerade wichtig. Vielleicht ist da Gänsehaut, Freude. Und genau das ist es. So stehe ich jetzt, Engel Michael, auch für den Aspekt Freude. Und so atmet, spürt und lasst fließen, was euch wichtig ist. Und lasst euch da Zeit, wo ihr eher noch unsicher seid, wo ihr noch nicht so richtig wisst, was ihr davon halten sollt. Lasst euch Zeit. Denn wahrlich, die Zeit schenkt euch immer wieder neue Erkenntnisse. Erzengel Michael.